Willkommen von der Comic 2016. Wir sind hier bei Dell und haben den Inspiron 11 in der Hand, und zwar aus der 3000er Serie. 11,6 Zoll Bildschirm, HD-Auflösung, relativ günstiges Gerät, denn wir haben hier keine allzu starke Hardware drin und auch nicht sehr viel Speicher. Aber schauen wir uns das Gerät einfach so mal an, bevor wir hier weitermachen mit der Hardware. Also wir haben hier einmal viele Anschlüsse, wie zum Beispiel Strom, HDMI, USB 3 und MicroSD-Karten-Slot. Vorderseite haben wir nichts. Auf der nächsten Seite noch ein Kopfhöreranschluss, weiteren USB-Anschluss und dann noch einen Kensington-Lock. Von außen haben wir ein rotes Design, gerade mit einem orangenen Dell-Logo. Und auf der Unterseite sehen wir, dass wir keine aktive Lüfter haben hier drin. Das Ganze passiv gekühlt also, und viele Schrauben zum Entfernen, falls ihr etwas tauschen wollt, wie zum Beispiel den 32 GB internen Speicher. Intel Celeron Prozessor haben wir drin, den M3050. Den sehen wir hier einmal noch mal ganz kurz mit 2 GB RAM. Aber auch eine sehr gute Kamera immerhin. Hier vorne mit 1 Megapixel, sehr gute Qualität, kann man also wunderbar zum Skypen benutzen oder für anderen Blödsinn, den hier die Kinder mit dem Gerät machen könnten. Dann haben wir ja noch 2 Lautsprecher drin, eine wirklich angenehme Tastatur und ein großes Trackpad mit Multitouch, was natürlich auch ganz praktisch ist. Bis zu 10 Stunden Laufzeit soll dieses Notebook liefern, hier mit Windows 10 vorinstalliert, aber wie gesagt, nicht allzu viel Speicher, also am besten noch eine MicroSD-Karte dazu kaufen. Wir sind ja mittlerweile nicht teuer. Und das war es ja auch schon entsprechend. Mein Name ist Balaschka von der Comic 2016 mit dem Dell Inspiron 11 3000 Notebook.